Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und ich kann Ihnen gleich mal eins sagen. Die Mannschaft braucht nur noch einen einzigen Punkt, um sie für die nächste Runde zu qualifizieren. Das sollte doch machbar sein. Aber kann man auf Unentschieden spielen? Wohl eher nicht. Deswegen werden Sie offensiv auftreten. Die Fans jedenfalls, die sprühen hier vor Optimismus und Selbstvertrauen. Stadion ist ausverkauft. Alles spricht für eine wunderbare Partie. Eines der ganz großen Stadien hier in Sao Paulo, in dieser Millionenmetropole, vielleicht sogar auch das bekannteste. Sie sollten noch nicht zu sehr an die nächste Runde in diesem Wettbewerb denken, denn diese ist noch nicht in Stein gemeißelt. Sie haben eine starke Mannschaft, Sie haben eine Menge Routine. Die Frage ist natürlich auch, schaffen Sie es, diesen Punkt nach Hause zu bringen, den Sie brauchen? Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Was denkst du, Hansi? Wer wird hier das Heft in die Hand nehmen? Komplette Stürmer, die über fast jeden Zweifel erhaben sind. Die sind ganz dünn gesät. Ich glaube, Edin Dzeko ist so einer. Dagegen kann man überhaupt nichts sagen. Er ist in der Tat der Platini. Zu unkontrolliert. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Einfach mal nach vorne gedroschen. Ein sehr kluger Pass. Und er zieht ab. Der Pass kam genau richtig. Wo ist die Passlücke? Es gibt keine Passlücke. Also lupft er den Ball zu seinem Mitspieler. Aber der macht ihn nicht rein. Pjanic. Dzeko. Dzeko spielt den Ball nach rechts. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Paredes. Bosnien und Herzegowina. Freistoß für Argentinien. Und der Ballverlust. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von hier oben. Di Maria. Langer Ball auf den Flügel. Und die Flanke zum langen Pfosten. Pjanic. Dzeko. Viel zu weit, ein Tor vorbei. Sie kommen zumindest mal zum Abschluss und die Abwehr wird sagen, okay, solange ihr es aus dieser Distanz versucht, dürft ihr auch. Paredes. Lanzini. Ich finde, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mit dem Toreschießen anzufangen. Den Ball weit rausgehauen. Da hat er den Überblick behalten. Das ist Dzeko. Raus auf die linke Bahn. Und das Ding abgefangen. Freistoß für Argentinien. So, und nun ist Pause. Durchatmen. 0:0. Bis jetzt völlig überrascht. Keine Tore. In 45 Minuten wissen wir, wer auf welchem Platz der Gruppe stehen wird. Die erste Hälfte, er zieht durch. Am Tor vorbei. Wie frei, bitteschön, will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar. Paredes. Acuña. Di Maria. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ab auf die Außen.
Lanzini. Der Ball kommt. Ja, da war es der Raube. Bicacic. Das ist Di Maria. Den muss er machen. Soeben haben sie die Situation noch bereinigt. Wenn der Gegner in Überzahl ist, so wie in dieser Situation, dann muss die Aktion sitzen. Und Abschluss. Eigentlich eine schöne Körpertäuschung, aber er macht den Ball trotzdem nicht rein. Schlauer Pass. Paredes hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Flanke. Da haut er ihn einfach weg. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Hier kommt die Hereingabe. Wie der sich hochschraubt. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. Da war er voll auf der Höhe. Schicko. Physisch enorm präsent. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Pjanic. Und ab die wilde Fahrt. Kommt der an? Da ist die Chance gefährlich. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden noch mal unbedingt? Und das war's für heute. Die Partie ist beendet.